Einmal im Jahr gibt die EU einen Bericht über ihren Zustand. Wie zu erwarten, eine dreiste Selbstbeweihräucherung. Sieht man den Fakten ins Auge, ist die EU in einem erbärmlichen Zustand. Finanziell traut der Schuldturm. Mit den Korruptionsaffären moralisch der Bankrott und durch schrankenlose Zuwanderung eine völlige Überfremdung und Ausradierung der gewachsenen europäischen Vielfalt und Kulturen. Über 7 Millionen Leute sind in den letzten Jahren aus Arabien und Afrika in die EU hereingekommen. Die allermeisten illegal. 3/4 und mehr haben keinerlei Asylberechtigung und bleiben trotzdem da. In immer mehr europäischen Städten brennt es. Der Zusammenprall der Kulturen wird immer heftiger. Dieses Jahr beträgt der Anstieg von Leuten, die zu uns hereindrängen, abermals mehr als 30% im Vergleich zum Vorjahr. 2023 kommen damit eine weitere Million illegaler Migranten zu uns. Stoppen wir diesen Wahnsinn der EU. Dazu wird der Krieg zwischen den Russen und den Ukrainern immer mehr zu einem Fass ohne Boden. Unfassbare 147 Milliarden Euro haben USA und EU bislang in die Ukraine gepumpt. Ein Sanktionspaket nach dem nächsten verhängt. Die einzige Auswirkung, wir kaufen das russische Gas nur noch über sehr teure Umwege. Dazu das teure US-Flüssiggas und die Inflation raubt unseren Wohlstand. Die EU wird immer mehr zum Kriegstreiber und Hampelmann der USA. Stoppen wir diesen Wahnsinn der EU. Dazu kommt noch der Corona-Wahnsinn der EU. Ein ominöser Milliardendeal mit einem Pharma-Multi, ein Vertrag, der oberste Verschlusssache bleibt, sowie ein gigantischer Schuldenberg in der EU durch eine aberwitzige Lockdown-Politik. Wenn wir nicht wachsam sind und energisch dagegen halten, kann sich das im kommenden Winter erneut wiederholen. Stoppen wir auch diesen Wahnsinn der EU. Mein Fazit zum Zustand der EU. Noch nie so erbärmlich wie jetzt. Noch nie so kaputt wie aktuell. Noch nie so ideologisch auf linken Abwegen. Helft mit, für das kommende Jahr diesen EU-Wahnsinn zu stoppen. Weg mit den von der Leyen-Systemen. Abwahl der internationalen Sozialisten, Kommunisten und Linken. Mit einem Herbert Kickl an der Spitze in Österreich. Seite an Seite mit unseren Freunden von Viktor Orban über Marine Le Pen bis hin zu Alice Weidel und Tino Chrupalla von der AfD. Die Normalität und unsere Heimatliebe werden über den EU-Zentralismus und Irrsinn obsiegen. Davon bin ich überzeugt.